Hey mein Lieber, gut, dass du hier bist. In diesem Video möchte ich dir gerne etwas mitgeben, was extrem wichtig ist und was ich immer wieder sehe, was die ganzen Männer da draußen einfach total vernachlässigen. Und ganz ehrlich, wenn du diese Sache falsch machst, dann das nimmt so viel Lebensqualität von deinem Leben weg. Das kann so krass dein Selbstvertrauen kaputt machen, das kann so krass an deinem Selbstwertgefühl nagen und das kann einfach insgesamt auch deinen gesamten Erfolg bei Frauen komplett gegen Null tendieren lassen. Und ich sehe einfach viel zu viele Männer, die sich dieser Sache nicht annehmen oder die mit dieser Sache nicht aufräumen. Und ich kriege das auch immer wieder mit. Ich rede ja täglich mit Leuten, die mit mir darüber sprechen, ob sie gerne bei meinem Mentoring-Programm dabei sein wollen. Und hey, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich das höre, dass Leute einfach genau diese eine Sache falsch machen, aber einfach nicht damit aufräumen. Und das liegt mir jetzt einfach am Herzen. Also das wird jetzt auch kein Video, was viele Klicks kriegt. Da kann man auch nicht so einen geilen Titel drauf ballern. Aber ich finde es einfach wichtig, mal drüber zu reden. Und zwar, was meine ich? Schau mal. Ich rede davon, wenn du die falschen Freunde hast um dich herum, wenn du die falschen Leute in deinem Leben hast, dann hast du einfach ein Thema, das über so viele Bereiche deines Lebens geht und was dich so krass sabotiert, dass du damit aufräumen musst. Und ich meine damit nicht dieses typische, du bist der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen du rumhängst. Ja? Also ich meine damit nicht, dass du Leute um dich herum hast, die nicht erfolgreich genug sind oder dass du Leute hast, irgendwie, die nicht fit genug sind. Denn du kennst das ja wahrscheinlich, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung schon befasst hast. Dass es immer heißt, du verdienst ungefähr so viel wie der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Oder du bist ungefähr so fit wie die 5 Leute, mit denen du am meisten rumhängst. Einfach, weil wir Menschen halt so Gewohnheitstiere sind und uns anpassen. Aber das meine ich nicht damit, sondern ich meine damit vielmehr, wenn du in einem Freundeskreis oder in einem Bekanntenkreis drin bist, tagtäglich, wo du einfach nur akzeptiert oder bestenfalls geduldet wirst, dann ist das etwas, was dir massiv schadet. Denn es gibt so viele Kerle da draußen, die einfach immer wieder sagen, hey Matteo, ich bin da eigentlich in so einem Freundeskreis, ich bin da mehr so im Hintergrund. Oder du merkst das vielleicht auch daran, ne? Einfach um dir mal so ein paar Symptome zu nennen, woran du das selber feststellen kannst, wenn du es nicht schon insgeheim schon längst gemerkt hast. Wenn du feststellst, dass du immer der Letzte bist, bei dem man überhaupt erstmal Bescheid sagt, dass eine Party ist. Oder wenn du merkst, die Leute melden sich in erster Linie dann bei dir, wenn sie was von dir brauchen. Ja? Oder nur dann. Oder wenn du merkst, dass du beispielsweise was Lustiges sagst, ne? Kein Mensch hört das, jemand anderes sagt genau dieselbe Sache, plötzlich wird darüber gelacht. Oder wenn du beispielsweise feststellst, dass einfach Leute so hinter deinem Rücken so ein bisschen anders über dich reden, als sie es vor deinem Gesicht auch tun. Das sind einfach solche typischen Dinge, an denen du feststellen kannst, dass du in dieser Gruppe, in der du dich drin bewegst, von der Hierarchie relativ weit unten stehst. Und das ist einfach ein riesiges Problem, ja? Denn wann immer du von der Hierarchie weit, weit unten bist, dann wirst du auch automatisch von allen Leuten, du wirst schlechter behandelt, du wirst bei allen Leuten, die neu in diese Gruppe dazukommen, relativ schnell ebenfalls in diese Schublade reingesteckt, weil die Leute beobachten das ja auch und sehen dann auch, wie die anderen mit dir umgehen. Und ruckzuck, selbst wenn neue Frauen in diese Gruppe reinkommen, was passiert? Du bist dann einfach nur der Typ, ja, da heißt dann halt, ja, das ist halt der. Ne? Und dann bist du uninteressant. Dann wirst du direkt ganz anders behandelt, als jemand, über den man sagen würde, oh, das ist der. Ja? Und ich sehe einfach viel zu viele Leute, die sich damit abgeben. Und warum machen die das? Ja, die machen das ja nicht, weil die doof sind. Manche machen es einfach, weil sie es nicht wissen, weil sie es nicht besser wissen, weil sie nicht wissen, dass es auch anders geht, dass das Leben eigentlich anders sein sollte. Aber viele machen das deswegen, weil sie Angst haben, keinen Anschluss zu finden. Oder weil sie einfach nicht wissen, so wie finde ich denn neue Freunde oder wie komme ich denn in neue Gruppen rein. Ja? Und das möchte ich dir jetzt einfach gerne mal mitgeben. Zum einen, du solltest auf jeden Fall wirklich mal feststellen in deinem Freundeskreis, wo stehst du eigentlich? Ja? Wie behandeln dich die Leute? Wie sehen die dich? Wie nimmt man dich wahr? Und wenn du weit, weit unten stehst in der Hierarchie, dann gibt es 2 Dinge. Nummer 1, du solltest wirklich mal schauen, was genau an deiner Persönlichkeit, was an deinem Charakter hat unter Umständen dazu geführt, dass du dort bist. Ja? Weil oftmals ist es so, ja? Wenn du beispielsweise ein unangenehmer Gesprächspartner bist, wenn du rechthaberisch bist, wenn du ein Typ bist, der ständig egoistisch handelt, ja? Wenn du jemand bist, der unhygienisch ist, ja? Wer will schon mit jemandem lange reden, der Mundgeruch hat? Oder wer will schon neben jemandem sitzen, der einfach immer so ein bisschen müffelt? Ne? Hat keiner Bock drauf. Oder wenn du irgendwelche Dinge tust, die einfach nicht sozial sind, ja, die in einer Gruppe nicht gut ankommen, was passiert dann? Du landest relativ schnell unten in der Hierarchie. Und wenn da etwas vorhanden ist, dann musst du das einfach ändern. Ansonsten kann ich dir garantieren, jedes Mal, wenn du in eine neue Gruppe reingehst, wirst du wieder unten landen und dann wird es auch nicht besser. Ja. Aber in sehr, sehr vielen Fällen liegt das eben gar nicht an dir. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ja. Ich war in meiner Militärzeit beispielsweise in einer Einheit an der Offizierschule. Und dort war es so, ich hatte 2, 3 gute Freunde und das war aber so, dass dort sehr, sehr viel über Ballsport definiert wurde. Ja, also wir haben viel Fußball gespielt, wir haben viel Badminton und so ein Zeug gespielt und Volleyball und ganz ehrlich,
Ich bin zwar ganz gut im Kampfsport, aber ich bin richtig scheiße in Ballsportarten. Ich habe zwei linke Füße, wenn es um Fußball geht. Ja, der einzige Grund, warum ich mit Kickboxen damals angefangen habe, war, weil mein Trainer gesagt hat, du hast zwei linke Füße, du triffst immer nur die Beine. Mach doch mal irgendwas, wo man die Beine treffen muss. Genauso beim Volleyball. Ich bin da nicht gut gewesen. So, wozu hat das jetzt geführt? Warum erzähle ich dir das? Ganz simpel. Das hat dazu geführt, dass diejenigen, die da einfach super gut drin waren, die waren super schnell gefeiert. Jeden Tag ging es wieder darum, wer wählt welchen Mitspieler in die Gruppe rein. Und der relativ schnell am Anfang gewählt wurde, war natürlich der King. Ne? Und wenn du das jeden Tag hast, immer wieder so eine Gruppendynamik entsteht, in der du eigentlich derjenige bist, der da relativ am Schluss erst gewählt wird. Ja, ich war zwar sportlich, aber ich war halt einfach nicht fähig. Dann landest du relativ schnell in dieser Gruppe auch weiter unten. Denn es zählt auch immer, was wird in einer Gruppe gefordert. Ja, in einer normalen Freundschaftsgruppe oder also in einem normalen Freundeskreis sind eben diese Dinge, die ich vorhin genannt habe. Ja, wie sozial kompatibel bist du? Wie gut kannst du dich einfügen? Ja, das sind diese Dinge wichtig. Aber in so einer anderen Gruppe, wo gezwungenermaßen beispielsweise etwas über bestimmte Sportarten definiert wird, da bist du einfach automatisch der King, wenn du in dieser Sportart gut bist. So, warum erzähle ich dir das alles? Weil in dieser ganzen Gruppe bin ich dann relativ schnell irgendwo so ins untere Mittelfeld gerutscht. Ja? So, man hat mich geduldet, viele haben mich auch gemocht, aber du hast einfach gemerkt, der soziale Status hat sehr nachgelassen. So, jetzt gab es da aber noch eine andere Gruppe. Ja? Und das war unsere Nachbarseinheit. Und mit denen bin ich immer feiern gegangen, weil in der ersten Gruppe war es ja so, da hatte ich nur wenige Leute, mit denen ich super gestellt war. Wenn die feiern gegangen sind, die haben mir zuletzt Bescheid gesagt. Ja, die hatten keinen Bock drauf oder haben mich halt einfach vergessen. Was auch immer, ist ja auch egal. Jedenfalls, in dieser anderen Gruppe, mit denen bin ich dann immer feiern gegangen und ich war immer noch derselbe Typ. Ich habe nichts an mir selber verändert, außer dass die mich nie bei Fußballspielen oder sonst irgendwas gesehen haben oder wählen mussten in ihr Team. Die haben mich immer nur am Wochenende gesehen. Und zu dieser Zeit war ich eben schon gerade damit richtig beschäftigt, jedes Wochenende so viele Frauen anzusprechen, wie ich irgendwie konnte. Richtig Gas gegeben. Jetzt kannst du dir vorstellen, eine Einheit voller Kerle, die dich mitnimmt in die Disco und du bist der Kerl, der alle Frauen anspricht und die zu den Typen zerrt und jeden mit Frauen beschmeißt, ja, bis die alle auch eine haben, bist du der Star. So, das hat bedeutet, in der einen Einheit, da war ich halt der Geduldete, der war schon ganz okay, aber mit dem muss man jetzt nicht unbedingt was machen. Und in der anderen Einheit, da war ich der King. Da haben die mich schon Donnerstagabends, sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, Matteo, wann gehst du wieder feiern mit uns? Ja, wir geben dir auch die Getränke aus, komm, wir nehmen dich mit. Da waren die richtig Feuer und Flamme dafür. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich sage dir das einfach deswegen, selbst wenn du gar nichts von diesen Fehlern, die ich vorhin genannt habe, machst, selbst wenn du ein Typ bist, der eigentlich voll in Ordnung ist und die Leute dich in deinem Freundeskreis trotzdem unten sehen, dann liegt das wahrscheinlich einfach deswegen, oder liegt einfach daran, dass du bei irgendwelchen Dingen, die in diesem Kreis wichtig sind, nicht wirklich gut abschneidest. Und dann musst du einfach diesen verdammten Kreis wechseln. Ja? Weil du kannst genauso den Star sein, du kannst genauso dich geil fühlen jeden Tag, kannst gewertschätzt werden, kannst gemocht werden, geliebt werden, kannst gewollt werden in dieser Gruppe und nicht nur akzeptiert und geduldet. Und dann hast du ein viel geileres Leben. Und der wichtige Part ist einfach auch der, in der einen Gruppe, wenn ich mit denen unterwegs gewesen wäre, ja, die hätten mir jetzt nicht irgendwelche Mädels vorgestellt oder gesagt, guck mal, das ist der coole Typ, den musst du kennenlernen. Das wäre einfach nicht passiert. Ja. In der anderen Gruppe ist das ständig passiert. Und das bedeutet, wenn du gerade nicht in einem Freundeskreis drin bist, wo die Leute einfach dich feiern, wo sie sagen, das ist mein Kumpel, ja, wo die stolz drauf sind, wo die dich einfach mega geil finden. Mein Lieber, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du musst an dir arbeiten, weil es einfach bestimmte Qualitäten sind, die du noch nicht hast, ja. Oder du musst einfach den verdammten Kreis wechseln. Aber ich sag dir was, wir haben nur ein Leben und es ist es nicht wert, einfach nur geduldet zu werden oder einfach nur in einem Kreis drin zu bleiben, aus Angst, dass du keinen neuen Anschluss findest. Und wenn du jetzt selber sagst, hey Matteo, okay, verstehe ich alles, macht auch total Sinn, ich bin gerade in der Situation, ja, vielleicht findest du dich ja gerade in genau der Situation, von der ich gesprochen habe und ich würde es gerne ändern, aber ich weiß nicht, wie ich Anschluss finde, ich bin nicht locker genug, ich kann nicht so einfach auf Leute zugehen oder ich bin nicht so gut in der Lage, irgendwie auf Mädels zuzugehen und die anzuquatschen und die einfach kennenzulernen und einfach mir so was Neues aufzubauen oder einfach, ja, so mein Leben mal zu verändern, mal von dem alten Ballast loszulassen, von den Leuten loszulassen, die mich nur sabotieren. Da kann ich dir sagen, mein Lieber, ich habe mir das selber von der Pike auf beigebracht. Ich war früher auch nicht so. Und das Wichtigste, was du tun musst, ist einfach rausgehen und mit Leuten in Kontakt kommen, auf Leute zugehen, mit Leuten sprechen, ja, und einfach sozialer werden. Und wenn es jetzt darum beispielsweise geht, dass du einfach auch Frauen kennenlernen willst, dass du wirklich nicht nur gut darin werden willst, dich mit Leuten zu unterhalten und an die Spitze von sozialen Hierarchien zu kommen, diese sozialen Dynamiken gut rauszufinden und zu beherrschen, sondern wenn es dir auch darum geht, wirklich mal Mädels in dein Leben zu bringen, dann weißt du ja vielleicht, in diesem Kanal geht es genau darum, dich zu einem super erfolgreichen Womanizer zu machen, der einfach jederzeit die Freiheit hat, die Frauen kennenzulernen, die er wirklich will. Und wenn du möchtest, dass ich dir dabei persönlich helfe, dann kannst du einfach mal auf dieses i, was wir hier draufklicken, was wir hier einblenden, draufklicken und kannst dir mal anschauen, was ich dort zu dir sage. Und wenn das mit dir resoniert, was ich dort sage, in diesem Video, was du dort finden wirst, so, dann lass uns gerne mal drüber reden, wie wir dich da hinbringen.
Aber unabhängig davon, ob du das tun wirst, ja, du findest hier wahnsinnig viele Videos, die dir helfen, wirklich sozialer zu werden, offener zu werden, mehr Selbstvertrauen aufzubauen, mehr Selbstwertgefühl zu empfinden. Einfach nach vorne zu kommen im Leben, so unter Leuten einfach auch der Typ zu sein, den Leute feiern, den Leute cool finden. So. Weil das hast du dir auch verdient, ja, wenn du an dir arbeitest und wenn du es willst. Da musst du es dir nur holen. Und das findest du hier alles auf diesem Kanal. Ja. Wenn du es noch nicht getan hast, ist vielleicht auch jetzt ein ganz guter Moment, hier mal zu abonnieren. Du kannst auch die Glocke anmachen, ja, dann siehst du die Videos auch regelmäßig und verpasst die nicht, weil YouTube die nur dann zeigt. Und abgesehen davon, ja, wenn du es nicht alleine schaffst, dann helfe ich dir sehr, sehr gerne. Wie gesagt, du findest meine Hilfe hier oben. Aber wichtig, bleib nicht unter Leuten, die dir nicht gut tun. Bleib nicht unter Leuten, die nicht deinen wahren Wert erkennen. Und wenn generell niemand deinen wahren Wert erkennen kann, dann vielleicht deswegen, weil sie ein bisschen Hilfe brauchen, weil du vielleicht noch ein paar Verhaltensweisen an den Tag legst, die deinen verdammten Wert verstecken oder die es anderen Leuten schwer machen zu sehen, dass du eigentlich ein ganz korrekter, cooler Typ bist, weil du dich zu egoistisch oder zu beschissen verhältst. Ja. Hey, und dann, das kann man ändern. Ja, nichts ist in Stein gemeißelt. Das ist, was ich dir einfach heute mal mitgeben wollte. Und wenn du das änderst, dann kann ich dir sagen, wird die Qualität von deinem gesamten Leben einfach so massiv durch die Decke gehen, das kann wirklich alles in deinem Leben transformieren. Und das ist, was ich dir auch wünsche. Also viel Erfolg dabei und wie gesagt, ne, wenn du meine Hilfe brauchst, die findest du oben. Bis dann.